Immer wenn ich Menschen treffe, habe ich Angst, mich ihnen gegenüber zu öffnen. Ich fühle mich unwohl und laufe einfach weg. Ist das eine psychische Störung oder passe ich nicht in die Gesellschaft? Was soll ich machen? Du hast also übermäßig Angst, andere Leute zu treffen und dich mit ihnen auszutauschen. Du hast schon mal von Yoga gehört? When I say yoga, you are immediately thinking of twisting yourself. Wenn ich Yoga sage, denkst du unmittelbar daran, dich zu verbiegen. Nein, das Wort Yoga bedeutet Einheit. Einheit bedeutet, schau, aus deiner Sicht des Lebens gibt es hier dich und dort die Welt. Also eigentlich du gegen das Universum. Du gegen das Universum ist ein unfairer Wettkampf. Hallo? Besteht irgendeine Chance, das zu gewinnen? Wenn du in einen Wettkampf mit dem Universum gehst, gibt es eine Chance, diesen Wettkampf zu gewinnen? Nein. Du wetteiferst nicht mit dem Universum, also haben wir Yoga gefunden. Yoga bedeutet Einheit. Das heißt, du überwindest bewusst die Grenzen deiner Individualität. Also gibt es nicht sowas wie dich und das Universum. Es fühlt sich wie eins an. Du solltest ein klein wenig Yoga machen, andernfalls wird dein Verstand sich in allen Arten von Ideen, Emotionen und Meinungen winden. Wenn du ihn ein wenig öffnest, wenn du die Grenzen deiner Individualität verwischst, ist es sehr einfach. Denn wenn du hier sitzt, siehst du diese Person als ein Teil von dir selbst. Du hast keine Vorurteile gegenüber denen da, ob es ein Mann oder eine Frau, ein Kind oder ein Tier ist, du hast kein Problem. Du wirst mit allem absolut kommunizieren, weil du deine Grenzen geöffnet hast. Wenn du deine Grenzen konkretisierst, das bin ich, das bin ich, dann wirst du damit immer ein Problem haben. Wenn es ein Mann ist, ist es eine Sorte von Problem, wenn es eine Frau ist, ist es eine andere Sorte von Problem. Bei einem Tier wieder ein anderes Problem. Ich sag dir eins, das hört sich vielleicht. Ich habe den Leuten erzählt, ob man in vollständiger Harmonie mit dem Leben ist oder nicht, wie man das herausfindet, wurde ich neulich gefragt. Ich sagte, wir können den Cobra-Test machen. Cobra-Test bedeutet, schon seit meiner Kindheit war ich in den Dschungeln der Westghats. In der Wildnis nehmen viele dieser Tiere, besonders wenn sie giftig sind, ihre Umwelt durch die Chemie wahr. Sie nehmen deine Chemie wahr. Wenn du nur etwas Angst zeigst, dann greifen sie dich an, andernfalls tun sie das nicht. Wenn du also eine Kobra einfach so aufheben kannst, ohne ihren Kopf festzuhalten, einfach so, und wenn sie sich dadurch nicht gestört fühlt, bedeutet das, du bist entspannt. Wenn sie dich angreift, bist du nicht entspannt. Das ist ein Kobra-Test. Ich mache mit manchen Leuten den Kobra-Test, nur um zu testen, ob sie wirklich entspannt sind. Ich kann eine Kobra jederzeit aufheben, sie kommt einfach zu mir. Klar! Sie fragt, ob sie am Leben sind. Schau, als ich allein im Dschungel lebte, ohne Hilfe von außen, eine einzige technologische Ausrüstung, die ich hatte, war eine HMT-Armbanduhr, okay? Kein Telefon, keine Fackel, gar nichts. Im Dschungel, allein und mit Nahrung. Also die Leute fragten sich immer, wie überlebt er wochenlang? Nun, ich trank viel Honig. Honig, Bienenstöcke gibt es dort. Bienenstöcke werden immer auf dem Ast des Baumes gebaut, an den der Bär nicht herankommt. Die Westghats sind voll mit Lippenbären. Sie gehen dorthin und trinken den Honig leer. Also bauen die Bienen auf einem Ast, der brechen wird, wenn der Bär darauf klettert, wegen seines Gewichts. Also ich klettere langsam hinauf. Ich behielt immer einen zusätzlichen Schlauch auf meinem Benzinschlauch an meinem Motorrad. Nur einen 14 bis 18 Zoll langen Plastikschlauch. Ich steckte ihn in den Bienenstock und trank einen halben Liter bis einen Liter Honig. Das hat mir den ganzen Tag gereicht. Aber die Bienen denken, ich bin lediglich eine weitere große Biene. Wenn du ein wenig Angst zeigst, stechen sie dich. Wenn dich 8, 10 von ihnen in dein Gesicht stechen, dann erstickst du. Wenn sie dich im Mund stechen, nur eine reicht, wird dich das umbringen. Aber ich trank immer Honig und überlebte. Sie stachen mich nie, weil sie auf deine Chemie achten.
Also es ist Zeit, daran zu arbeiten, dich in Harmonie zu bringen, nicht nur mit anderen Menschen, einfach mit dem Leben. Das Leben, das du bist, muss in Harmonie sein. Wenn du nicht in Harmonie bist, wirst du nie dein volles Potenzial erkennen. Vor allem, schau, in jedem Menschen schlummert eine gewisse Genialität. Aber 99% der Leute leben und sterben, ohne jemals die Genialität in ihnen eröffnet zu haben. Wenn sie sich öffnen soll, wenn dein wahres Potenzial sich öffnen soll, sollte dein Leben zur Harmonie kommen. Es gibt eine ganze Wissenschaft und Technologie, die man Yoga nennt. Nicht nur verbiegen und verdrehen, dich an den Umgang mit deinem Körper heranführen, wie du mit deiner Chemie umgehst, wie du mit deinen Energien umgehst, wie du mit deinen mentalen Schwankungen umgehst. Wenn du dies auf eine bestimmte Ebene bringst, dann bist du in Harmonie. Wenn du in Harmonie bist, wenn es diese Person gibt, jene Person, Tier, Teufel, wer auch immer kommt, du bist in Harmonie. Dass du in Harmonie bist, ist äußerst wichtig. Andernfalls wirst du das Leben nicht erfahren, wie es wirklich ist. In Unruhe ist alles verzerrt.